Pharrell denn er... Ich habe euer Problem gelöst. Was ist geschehen? Einer der Arbeiter hat erzählt, ihr hättet ihn vor Drachen gerettet. Ich habe ihn für diese Lüge in Ketten legen lassen. Nun, er hat nicht gelogen. Ihr könnt euch die Leichen vor Ort selbst ansehen. Aber ich dachte, die wären ausgestorben. Ich glaube euch natürlich. Und jetzt sind sie wieder ausgestorben. Die Mine ist sicher und die Leute können weiterarbeiten. Die Knochengrube ist bestenfalls lebensgefährlich. Und wenn die Drachen zurückkommen... Ich begrüße eure Sorge um das Wohlbefinden meiner Arbeiter. Ich könnte jemanden wie euch brauchen, der weiterhin für ihre Sicherheit sorgt. Ihr habt viel mehr getan, als ich erwartet hatte. Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenarbeiten? Ich biete euch die Hälfte der Mine an. Wenn ihr eure Landsleute beschützen könnt, werden wir beide reich. Die Arbeiter könnten wirklich Schutz brauchen und einen Fürsprecher. Dann zu unserer ersten Geschäftspflicht. Wir müssen den Verlust der Arbeiter ausgleichen. Ich werde neue Leute anstellen. Es laufen zwar viele verzweifelte Ferelder herum, aber es wird trotzdem eine Weile dauern. Ihr müsst die überlebenden Arbeiter zur Rückkehr bewegen. Sie sind in der Unterstadt. Sagt ihnen, dass die Knochengrube wieder sicher ist. Ich werde sehen, was ich tun kann. Dieser Ring ist alles, was ich euch zurückbringen kann. Es tut mir leid. Inets Ehering. Ja. Seht euch die Gravur an. Auf ewig treu, auf ewig dein. Sie stammt aus glücklicheren Tagen. Wo habt ihr ihn gefunden? Es reicht, wenn ihr wisst, dass sie nicht zurückkehren wird. Es ist vermutlich besser so. Unsere Ehe lag schon seit mehr als 10 Jahren in Trümmern. Ich werde ihrer Familie den Ring schicken. Mit ein wenig Glück besänftigt sie das. Habt Dank für all eure Hilfe, Sarah. Der Erbauer möge über euch wachen. Seid willkommen, Händler. Und was macht ihr so, Evelyn? Ihr wisst doch, dass ich eine Wache bin. Warum fragt ihr? Ich meine doch, wenn ihr nicht im Dienst seid. Spaß! Das Wort habt ihr doch hoffentlich schon mal gehört, oder? Ich bin gerade nicht im Dienst. Und wieder macht ihr mir so viel Angst, dass es fast in die Hose geht. Der Drachenreißzahn. Er ist größer, als ich erwartet hatte. Können wir die Galgenburg auslassen? Ich hatte heute schon genug Unterdrückung. Vielen Dank. Fühlen sich Männer von euch einverstanden? Etwas, das euch gehört. Und Wesley? Wie war das Darüber bei seid ihr gescholten? Isabella. Was denn? Zu früh? Na. Zu früh, zu persönlich, zu alles. Zumindest für euch. Oh, ein Wunderpunkt. Wenn ihr nicht den Mund haltet, verpasse ich euch gleich einen wunden Punkt. Haltet euch von den Docks fern. Meine Männer ab. Ihr habt prachtvolles Haar und diese wunderbare Farbe. Andere Kinder haben mich wegen meiner roten Haare immer ausgelacht. Wirklich? Herrje. Ihr wart bestimmt niedlich. Hattet ihr Zöpfe? Manchmal. Wie süß. Da läuft die kleine Evelyn mit ihren flammend orange-roten Zöpfen durchs Dorf. Und wenn sie sich nähert, springen die kleinen Jungs in Deckung und betteln um Gnade.
Halte den Mund, Hure. Guten Tag, Bürger. Hey, ihr seid doch die, die mich vor den Drachen gerettet hat. Und ihr kommt sogar auch aus Ferelden. Earl, sieh doch mal her, du Säufer. Tausend Dank, dass ihr Jensens wertlose Haut gerettet habt. Wertlos? Mein Hof hat halb Südhang mit Auberginen versorgt. Ach ja? Und meine Aubergine war für die Hälfte aller Bastarde in Südhang verantwortlich. Ihr seid eine wahre Heldin. Nun, was führt euch hierher? Ich habe die Drachen getötet. Ihr könnt beruhigt an die Arbeit zurückkehren. Was ist, wenn da noch mehr Drachen kommen? Oder was Schlimmeres, wie etwa größere Drachen? Wenn ich ohne Arbeit zu meiner Alten zurückkehre, reißt sie mich in Stücke wie jeder andere Drache. Was sollen wir tun? Dieses Schwein Hubert ist der Einzige, der uns anstellt. Mir gehört jetzt die Hälfte der Mine. Ich sorge für Sicherheit. Wirklich? Es wäre schön für eine der unseren zu arbeiten. Wenn ihr uns nicht gerecht behandelt, wer dann? Zurück an die Arbeit, Jungs. Ich nehme Hubert mit Freuden noch ein paar Münzen ab. Die Weisheit des Erbauers ist der Pfad, den wir alle beschreiten müssen.